Danke, Leute, fürs wieder dabei sein zu Transport Fever 2. Ich habe mein Smartphone dabei, weil ich ja eure Kommentare beantworten möchte. Ein bisschen was ist wieder gekommen und auch ein paar Tipps. Deswegen bin ich auch schon in Mailand, denn genau dazu habt ihr mir geschrieben. Und zwar hat der Ecke geschrieben, Zug 8 bzw. die Linie Italien-Mailand-Brot fährt ab dem Stahlwerk zurück auf der falschen Seite. Dort fährt sie linksseitig und nicht rechtsseitig. Ich würde den Bahnhof beim Erz um ein Gleis nach links erweitern, dort den Erzzug fahren lassen, damit der Brotzug weniger halten muss. Zudem würde ich die Strecke des Kohlezugs ab der Abzweigung zum Brot ausbauen, da ist nur ein Gleis, das kann zu langen Wartezeiten führen. Okay, jetzt muss ich nochmal in Ruhe Revue passieren lassen hier. Also, Zug 8, die Linie Italien-Mailand-Brot fährt ab dem Stahlwerk auf der falschen Seite. Müssen wir kurz mal schauen. Mailand-Brot fährt hier runter. Die fahren doch auf der richtigen Seite. Fahren auf einer Seite gemeinsam rauf und auf der anderen Seite gemeinsam runter. Oder sehe ich da was falsch? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen... Dort fährt sie linksseitig. Sollte eigentlich nicht linksseitig fahren. Aber für mich sieht das jetzt eigentlich nicht so verkehrt aus. Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben. Und du hast dann geschrieben, ich würde den Bahnhof beim Erz um ein Gleis nach links erweitern, dort den Erzzug fahren lassen, damit der Brotzug weniger halten muss. Nach links erweitern. Hier theoretisch. Ja. Problem ist nur, dass wir hier eigentlich keinen Platz so richtig haben. Wir könnten hier dann natürlich gleich erweitern. Ja. Theoretisch wäre es schon ganz gut. Ich hätte eine Idee, wie wir das machen könnten. Achso, eigentlich geht es sowieso um den hier. Ich bin gerade ein Idiot. Der kommt ja von hier unten. Jetzt muss ich kurz mal was nachlesen. Sorry, Leute. Kann sein, dass das Part Nummer 7... Ah, das war der letzte Part. Da hatten wir noch einen Erzzug. Ich bin ein Idiot. Sorry, Leute. Den Erzzug haben wir jetzt ja gar nicht mehr. Also so gesehen gibt es jetzt nur noch den Kohlezug und ja, dem könnte man theoretisch auch noch ein eigenes Gleis geben, ist aber jetzt glaube ich gar nicht so notwendig. Also lassen wir es vielleicht einfach im Moment mal laufen. Aber gut, mein Fehler. Und ja, ihr habt auch generell geschrieben, dass ich vielleicht versuchen sollte, mehrgleisig zu bauen, weil wir oft eingleisig unterwegs sind und es da einfach zu Wartezeiten kommen könnte. Das stimmt natürlich auch. Oh, hier, schaut mal. Siegel. Mal kurz schauen, Ziegel Neapel an. Noch eine alte Linie, die werden wir mal ersetzen, weil die kommen nicht nach. Das ist die Steinanlieferung. Wir kriegen jetzt einfach sowas in der Art. Stattdessen, Zustand ist eh schon schlecht. Damit sollte das dann auch ein bisschen besser funktionieren. So, das nur gerade so nebenbei. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Mailand hat ja alles. Wir haben noch keine Lösung für Neapel und das Werkzeug. Und da habt ihr jetzt leider auch nichts in die Kommentare geschrieben. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie selbst lösen. Und jetzt wäre meine Idee gewesen, wir könnten hier theoretisch diese Bretterproduktion anbinden. An die, hier an diese Werkzeugfabrik in der Schweiz, die Schweizer Messer. Und dann könnte man hier eine schöne Zugverbindung machen über Lyon und Marseille runter. Und könnten dann quasi über Marseille, ja, das hier nach Neapel bringen. Wir fahren sogar durch mit dem Zug, mit dem langen. Also so verkehrt ist das gar nicht. Das heißt, wir werden das jetzt mal versuchen. Das ist jetzt, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, wirklich die letzte Verbindung, die uns noch fehlt. Das letzte Gut. Dann haben wir alles versorgt, was in Italien mal Sache ist. Ja, so, jetzt schauen wir mal kurz hier. Gehen wir hier mal auf einen Güterbahnhof. Ich mache gleich 4 Gleise. Hochgeschwindigkeit, auch wenn es teuer ist. Aber dann sind wir für die Zukunft ein bisschen besser gerüstet. Kostet echt 1 Million das Ding. Ein bisschen weiter weg, dass wir mit der Straße dann noch ein bisschen Spielraum haben. Hier rein wäre eigentlich echt ganz gut. So. So in der Richtung vielleicht. Gut so. Da muss der kurz unterbrechen. Katze kratzt an der Tür. Also, das heißt, wir fahren jetzt hier mit dem Zug. Jetzt muss ich mich wieder sortieren.
Wir brauchen hier eigentlich eine Anbindung und die müsste hier so entlang rübergehen. Die Frage ist, ja, da müssen wir eigentlich hier mit dem Straßenfahrzeugdepot für einen Moment einfach abreißen, damit wir da besser durchkommen. Das Schöne ist, dass das dann natürlich die Bretter auch besser auslasten wird. Also von der Linie profitieren wir dann im Endeffekt nach wie vor noch. Das ist übrigens auch eine super Straße rauf. Also, ich weiß nicht, was man da für ein Auto braucht, aber meins wird es nicht packen. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier die Kurve haben und dann vielleicht hier im kleinen Tunnel durch. Vielleicht ein bisschen weiter rüber, geht nicht. Dann halt hier wieder ein bisschen weiter ausholen, damit wir wieder gutes Tempo zusammenbekommen und dann fahren wir auf eins der mittleren Gleise und bringen damit Bretter nach eigentlich in die Schweiz. So, jetzt haben wir wieder das tricky Problem, wo ist ein Zugdepot? Theoretisch haben wir das, glaube ich, von da unten genutzt. Haben wir nicht das hier genutzt? Oder das hier? Ich kann es nicht sagen, aber ich werde hier oben irgendwo eines bauen. Das könnte man hier gut hinbauen, denke ich. Damit wir das dann für den Norden ganz gut nutzen können. Sind das jetzt im Moment eh noch nicht übertrieben viel, ehrlich gesagt. Also da bin ich noch recht zufrieden. Haben wir noch nicht alles zugepflastert oder so. Ich baue das hier hin. Und müssen wir halt schauen, dass wir das von den Gleisen ja dann gut hinbekommen. Aber da kümmert sich dann der Zukunftsphilipp drum. Es gibt übrigens die Möglichkeit, richtige X-Weichen zu bauen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das wusste ich nämlich gar nicht. Aber das muss ich auch so ein bisschen weiter an der Stadt vorbeibauen dann. So, jetzt ist die Frage, wie schaut es denn da generell aus? Wir haben hier momentan nur das hier und das hier als Zulieferanten. Die verschicken alle noch nicht so viel, weil das hier noch nicht levelt. Das heißt, das wird jetzt auch in Kürze leveln. Wir werden jetzt einfach mal einen neuen Zug nehmen. Das wird jetzt nichts Aufregendes, würde ich mal sagen. Es ist keine extrem lange Strecke, daher würde ich was Simples nehmen, sowas in der Richtung. Mit 120 km/h, Kapazität 52 und dann soll die von hier nach hier fahren. Das heißt, wir nehmen die Schweiz. Werkzeug, Bretter, Anlieferung. So weit, so gut. In der Zwischenzeit Autosave. Oh shit, ich habe die ganze Zeit vergessen, mich kleiner zu machen. 8 Minuten lang bin ich euch im Weg gestanden. Großartig. Musste dir mein Gesicht sehen. Gut, wir sind am Weg. Die Strecke an sich schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus. Ich glaube auch, dass die nicht wirklich abbremsen muss. Also wir sehen hier die Geschwindigkeit rechts. Die Straßen sind der Hammer. Aber irgendwann möchte ich so einen Part machen, wo ich mich ein bisschen um die Straßen kümmere. Die bringt bis die 110 km/h kriegt sie zusammen und dann ist sie eh schon hier. Das passt soweit. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt müssen wir die Verbindung von hier über Lyon nach Marseille machen. Eigentlich müssen wir zu diesem Bahnhof. Theoretisch könnte man hier versuchen, an der Stadt vorbeizufahren. Ansonsten müssten wir, dadurch, dass hier alles so bergig ist, mit einem Tunnel arbeiten. Oder wir brettern hier mitten durch Marseille durch. Hier unten durch und dann hier so die Kurve. Ich mach das jetzt. Ich finde das irgendwie netter. Auch wenn die Leute in Marseille keine Freude haben mit mir. Aber da müssen sie durch. Sacre bleu. Wir fahren hier in Lyon vorbei. Das wird
vielleicht für uns später auch noch ganz wichtig werden. Dann werde ich hier, glaube ich, gleich mal zweigleisig bauen. Das Problem ist, das letzte Stück werden wir wahrscheinlich eher eingleisig machen. Weil wir sonst wirklich zu viel von der Stadt abreißen müssten hier. Aber ich möchte, wenn es irgendwie geht, hier unter der Brücke durchfahren. Ah ja, schaut mal, das funktioniert tatsächlich. Eine Brücke unter der Brücke, das finde ich schon mal richtig cool. Und ja, hier hinten werden wir dann wahrscheinlich das Thema haben, dass sie jetzt langsamer wird. Fahren wir den Strand entlang. Und hier geht es jetzt los mit dem Abreißen. Also die Leute können hier nicht mehr ins Wasser. Sorry, Bros. 60 km/h. Ah, und dann fahren wir hier einfach so einer Brücke entlang. Finde ich irgendwie lustig. Was haben wir da für Kollision? Also Brückenpfeiler. Aha. Fahren wir einfach so raus. Scheint zu funktionieren. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Ist gar nicht so schlimm. Da hätten wir jetzt aber auch eine Steinbrücke nehmen können. So, und jetzt hoffe ich, dass es hier keinen Höhenunterschied gibt. Sind hier beide? Ne, das eine Gleis ist nicht in Verwendung. Dann nehmen wir gleich das rechte. Steigung zu groß. Das habe ich jetzt echt befürchtet. Aber es hat wirklich nicht so ausgesehen. Das heißt, wir gehen einfach weiter zurück. Und machen das so. Haut hin. Ausgezeichnet. So. Und dann ist die Frage, ab wann wir zweigleisig werden könnten. Ab hier theoretisch irgendwo, würde ich mal sagen. Ja, geht sich mit der Brücke aus. Super. Dann haben wir hier dann einen zweigleisigen Tunnel. Das kostet halt wieder ein bisschen was, aber ist nicht so tragisch. Ich glaube ehrlich gesagt jetzt, dass wir es im Moment vielleicht mal sogar schaffen mit einem Zug. Ich schätze, dass jetzt nicht so extrem viel produziert wird hier, aber wir werden es sehen. So. So, bis hier. Das passt. Nette Strecke, oder? So, jetzt müssen wir noch schauen, ob das Zugdepot auch wirklich gut angebunden ist. Theoretisch könnte es hier auf das Gleis fahren, also eigentlich ja, ist es. So, und jetzt müssen wir noch überlegen. Also wenn wir jetzt hier hinfahren und Werkzeuge runtertransportieren, dann müsste dieser lange Zug, den wir dann echt klonen müssen, dann müsste dieser lange Zug hier halten, in Neapel. Ist das der? Nee. Der fährt hier rechts durch, das ist ja auch blöd eigentlich. Der müsste hier schon aufs linke Gleis, fährt aber erst hier dann. Aber der müsste hier quasi halten und dann weiterfahren. Der hier. Und der hat halt, das ist eh ganz gut, diese Anhänger dabei. Das heißt, die können auch Werkzeuge mit transportieren. Das Problem ist, dass der nicht nur Werkzeuge transportieren muss, sondern eben auch Kunststoff mit runternimmt. Aber ich muss es eigentlich so machen. Das heißt, wir müssten den, ich würde sagen, wir klonen den jetzt. Weil ich nicht glaube, dass sich das ausgeht finanziell. Kostet das? 47 Millionen. Aber theoretisch geht's mal. Wir können ja mal schauen, dass wir diese Linie ins Laufen bringen. Ich lasse einfach mal, apropos laufen, lass einfach mal laufen. Dann werden wir hier den Zug machen, mit dem, der die Werkzeuge nach unten bringt. Und dann, wie es weiter transportiert wird, darum kümmert sich dann auch der Zukunftsphilipp. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier eine mit 160 Diesel, weil die kann ziemlich durchfahren. Mit 60 mal am Anfang. Das ist eh recht viel eigentlich. Und die fährt von hier und bringt nach Frankreich die Werkzeuge. Ich hoffe, ich merke es mir so. Wir werden sehen.
Schauen wir uns noch die Strecke an. Aber jetzt hat sie noch nichts dabei. War lustig, wie das einfach aufgeht. Na, Straßenverkehr wird auch immer mehr. Ich erhöhe jetzt mal das Tempo komplett, damit wir auch ein bisschen mehr Geld zusammenbekommen, weil mit den 11 Millionen kommen wir nicht weit. Aber die Strecke ist schon ganz cool eigentlich. Ich finde das schon sehr nett. Mal was anderes. Einfach einmal quer durch die Stadt durch. Da braucht es dann eh nicht mehr viel Tempo. Die eine Kurve könnten wir uns vielleicht auch sparen. Die bauen wir vielleicht noch um. So. Ja, weil da kann er eigentlich... Achso, da hatten wir das... Die... Problem mit der Brücken. Den Brückenpfeiler, glaube ich. Ich schau mal, ob es trotzdem irgendwie so geht. Oh, scheint zu gehen. Sehr schön. Tempo könnte sie theoretisch auch fahren. Wird nicht notwendig sein. Weil dafür ist es in der Gegend hier einfach zu. Oh, das sieht echt nach Achterbahn aus. Aber irgendwie ganz lustig. So, hier wird sie extrem langsam, 60 km/h. Und dann fährt sie aufs rechte Gleis. Damit wir sie dann im Bedarfsfall eben auch noch klonen könnten. So. Geschwindigkeit kriegt sie eine ganz gute zusammen. 130, 140. Und wieder zurück. Passt. Aber ich sehe gerade, hier wird noch nichts mit transportiert. Ich habe schon eine Vermutung, woran das liegt. Ich glaube, weil wir, weil wir bei dieser langen Liefer... dieser langen... Eigentlich sollte der das auch ausladen. Dann habe ich noch eine Vermutung. Ah, wir haben den Stopp in Neapel noch nicht festgelegt. Das ergibt Sinn. Das heißt hier 5 Milano, 6 ist das Signal und dann müsste eigentlich noch hier stehen bleiben. Genau, und dann fährt er weiter. Dadurch blockieren sie sich hier natürlich, das ist so eine kleine Engstelle, das ist jetzt nicht optimal. Aber schauen wir, ob das jetzt tatsächlich reicht. Die in Zukunft... Ah ja, schaut mal, die beginnen jetzt zu verschicken. Versand 1, Abnehmer Neapel. Versand 2, also es läuft ein bisschen an, das ist gut. Wie schaut es denn hier aus? Ja, das Problem ist eher, dass wir hier von der Produktion her noch nicht nachkommen, aber schaut mal, die fangen jetzt zum Verschicken an. Das ist schön. Dadurch können wir den klonen. Und wenn das jetzt so richtig anläuft, dann sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus. Hier ist auch schon ein bisschen was. Also die Produktion hier müssen wir einfach hochschrauben, dann funktioniert das Liefern auch ein bisschen besser. Das Ding ist jetzt im Moment noch alleine unterwegs, das ist aus finanzieller Hinsicht natürlich auch nicht optimal. Aber das würde dann tatsächlich bedeuten, dass wir jetzt mit Neapel ganz Italien versorgt haben. Muss ich nur kurz schauen. Ja, das Problem ist, wir decken hier nur diesen Bereich hier ab. Das heißt, eigentlich bräuchten wir dann hier noch eine kleine Ladestation. Und einen Lastwagen, der das dann hier rüberbringt. Das werden wir jetzt auch noch machen. Wir haben... Ist hier... Ja. Dann könnte man hier theoretisch noch irgendwo eine Ladestation einfach hinpacken. Eine LKW-Station. Boah, die ist so groß. Aber die werden wir hier hinpacken. Dann muss wieder ein bisschen was weichen. So, und wir fahren dann hier einfach runter. Bringen hier was rüber. Beim Zurückfahren fahren wir noch hier. Und damit decken wir eigentlich die Stadt ab. So. Italien. Neapel. Werkzeug. Zack. Sehr schön. Damit haben wir jetzt den Vorteil, dass zum einen der Zug hier diese Gegend schon so versorgt. Und zum anderen dann... Ich nehme jetzt einfach mal sowas. Ein kleiner FedEx VW Transporter T5.
der Werkzeug nach Neapel bringt. Genau, perfekt. Es soll hier natürlich warten aufs Vollladen. Und das wird natürlich nicht ausreichen mit der Zeit, aber jetzt für den Anfang reicht es mal, bis diese Linie hier ins Laufen kommt. Und das da hinstellen? Nein. Ja, auch nicht. Nein. Hier noch so ein paar kleine Gebäude. So. Er kommt da gerade runter, bleibt hier nochmal stehen und dadurch behindert er natürlich auch die Treibstofflinie nach Rom. Aber es ist für einen kurzen Moment. Und dann geht es eh schon wieder weiter. Also ich glaube, das können wir verkraften. Hat eher super Beschleunigung, ist hier schon wieder bei 90 km/h. Viel schneller geht es dann hier eh nicht mehr. Also da ist es halt, ich sage jetzt mal, gewisse Engstellen hast halt einfach auf der Map. Auch schon aus geografischen Gründen. Aber den müssen wir dann auf jeden Fall natürlich klonen. Hier oben wird jetzt schon Werkzeug runter transportiert, was man hier sieht. In Marseille liegt noch nichts. Schauen wir es uns jetzt kurz mal an. Fahren wir einmal mit dem mit drauf. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Geld. Dann können wir auch schauen, wie es mit dem Klonen aussieht. Aber wir brauchen es dringend. Das mit der Ladegeschwindigkeit ist mir halt auch ein Dorn im Auge. Viel länger will ich den Zug auch nicht machen. Also vielleicht würde ich sogar zwei Waggons wegstreichen und ihn dafür klonen. Das könnte man theoretisch mal machen. Könnten ihn jetzt auch am Anfang einfach mal mit einer schwächeren Lokomotive klonen. Aber damit blockieren wir wahrscheinlich die restlichen Linien. Auch nicht so optimal. So. Jetzt fahren wir darauf an der schönen Ostküste. Da müsste irgendwo San Marino sein. Da oben dann. 130 km/h. 140, da dauert es dann mit der Beschleunigung schon ein bisschen. Aber jetzt hat er die 160. Das ist schon recht cool eigentlich. Und ja, das erste Werkzeug wartet. Schauen wir mal, ob sie es auch wirklich mitnehmen. Aber wir sehen hier, dass halt auch recht viel Kunststoff liegt. Also ausgeladen wurde und er fährt halt voll mit Kunststoff zurück. Weil wir einfach von der Produktion her hier nicht nachkommen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir müssen Folgendes machen. Eigentlich müssen wir abwarten. Eigentlich müssen wir echt mal laufen lassen, damit ja wieder ein bisschen Geld reinkommt. Ein bisschen Geld ist gut gesagt. Wir können auch einfach mal Folgendes machen. Wir gehen auf die Linie und kaufen für diese Linie einfach. Können das machen. Fahrzeug kaufen muss ich sonst generell einfach mal. Wo ist ein Zugdepot am Weg? Das hier. So, wir haben 24 Millionen. Wir beginnen jetzt einfach mit irgendeiner Lokomotive. Muss jetzt nicht übertrieben sein. 160, 140 km/h. 16 Millionen. Und kennt sich gerade nicht aus, aber wir können mal mit sowas Kleinem beginnen. Das alleine ist ja schon mal ein bisschen eine Unterstützung und die werden wir halt einfach upgraden. Ich denke, dass das jetzt sinnvoller ist und dann werden wir eh schauen, wie sehr das hier alles überlastet oder eben nicht. Wir sehen hier, dass wir keine Signale vergeben haben. Deswegen fährt die jetzt gerade nicht weiter. Hier kann sie eigentlich fahren. Dauert eh gerade ein bisschen die Beschleunigung hier. Nicht so wirklich ausreichend. Aber dann haben wir, wie gesagt, ein bisschen Unterstützung. Jetzt wird es hier eh ein bisschen eng. So, aber die wartet. Ah ja, genau, die lädt ja hier dann theoretisch noch Werkzeug aus. Dann müssten wir aber eh schauen. Stopp. Denn, genau. Ah, hier ist ein Signal eigentlich. Hier ist keines mehr. Ich glaube, jetzt fehlen einfach ein bisschen die Signale, weil wenn da jetzt wirklich Lokomotiven, also viele Lokomotiven unterwegs sind, dann sind diese Abstände teilweise einfach zu groß.
Aber da ist das kleine Ding unterwegs und jetzt wird es hier wirklich eng. Da fahren gerade drei Züge gleichzeitig runter. Schauen wir uns das mal an, wie das jetzt hinhaut. Also der wartet hier. Theoretisch könnte er auch weiterfahren, aber wir haben jetzt kein Signal mehr vergeben. War nicht so tragisch. Bis hier könnte er theoretisch eben fahren. Und der andere wartet hier oben, weil wir auch dazwischen wieder kein Signal haben. Das heißt, auch hier mehr Signale rein. Das ist jetzt halt gerade wirklich ein Extremfall. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich finde es eh ganz cool, wenn da ein bisschen, wenn es ein bisschen kniffliger wird. Und wenn man nicht einfach da, keine Ahnung, 8 Gleise baut und das dann halt immer so mal löst, ist das irgendwie netter. So, nimmst du jetzt mit? Ja, ausgezeichnet. Aber man sieht, es ist nur 32. So viel ist da gerade gar nicht mitzunehmen. Warten auf freie Wege, hat jetzt kurz warten müssen, aber geht schon wieder. Und es ist nur die Frage, ob er den nicht einholt. Aber ich glaube jetzt für den Moment mal nicht. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Italien ist also abgeschlossen. Wir haben jetzt alles in Italien verbunden. Das heißt, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen, damit wir noch mehr Geld haben, den Zug noch ein bisschen upgraden können. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, mit welchem Land wir weitermachen. Vielleicht machen wir Richtung Frankreich weiter, weil da haben wir schon begonnen. Vielleicht machen wir hier im Osten ein bisschen was. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Schön, dass ihr dabei wart. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.